Diese komische So, Tasse. herzlich willkommen zum 10. Let's Play von Link's Awakening DX. So, hier sind wir von stehen geblieben, haben den Geist zurückgebracht und den Tempel auch geschafft. Und auch so. Gleich noch ein Foto mit dem Geist gemacht. Ja. So, und jetzt geht's weiter. Und jetzt holen wir uns erstmal ein Herzteil. Nein, das war kein Herzteil, das war eine Muschel unter der Vase. Das kann ich ja jetzt ruhig schon sagen. Ja, aber ich meinte das jetzt unter der Brücke. Ach ja, stimmt. Da war ja noch was. Wobei bei den meisten Zeldas dort immer eine Flasche ist. Ja, aber hier gibt's keine Flaschen in diesem Zelda. Gucken wir mal, man kann sich denn keine Fehlen suchen. Nee. Aber den Wiederbelebungstrank, den habe ich noch. Den gerade gesehen. Den man von Mantra und Trudy kauft. Ja. Na, erstmal kommt das Herzteil unter der Brücke. Falls das ein Herzteil war. Auf jeden Fall sollten wir auch nach Schloss Canterlot. Erinnerst du dich noch an die Stelle, Angel? Das ist ja hier. Die Stelle hier. Genau, das Herzteil. Au! Hat sie aber selbst platt gemacht. Genau hier ist das nämlich. Hier in diesem oder in dem anderen? Ich glaube, in diesem Screen war es. Ups! Und auf der Brücke war ja erstmal noch nichts. Da ist schon was, aber kann man später. Noch nichts erreichen. Nee, dann ist es ja. Dann ist es auf der anderen Seite. Ja. Dann muss er rumschwimmen. Ja. Einmal rundherum. Das macht Fun. Oh Mann. Ah ne, muss ich den langen Weg nehmen. Hm, ne, da oben konntest du auch lang. Ah ja, da war ja so eine Treppe nach innen. So, da rein. Und dann fehlt nur noch ein Herzteil. Hier oben sieht voll verdächtig aus, aber hier ist aber da ist nothing. Ja. Ist bei vielen so. Auch immer, finde ich auch irgendwie dumm. In manchen Spielen, da sind leere Räume und da ist überhaupt nichts drin. Einfach nur ein Raum. Hat keine Bedeutung. Ja. Und dann, wenn man in diesem Abbereich, da ist es. Zack, eingesammelt. Einer fehlt noch. Eins konnten wir uns noch holen auf dem Berg. Gut möglich. Jedenfalls hat man hier jetzt da wieder die Schwimmflossen haben weitere Optionen zum Gehen, ja. Zum Erkunden. Das nächste Ziel, wo wir hin müssen, ist da, wo man die Pfeile benötigt. Hm? Um den Schlüssel für diesen. Nee, noch nicht. Der nächste Dungeon ist der heißt Fischmaul. Ach so, danach war der Maskentempel. Genau. Das hat die Olli im letzten Let's Play erwähnt. Du musst so und so machen zum Fischmaul, um im Fischmaul zu gelangen. Jetzt zum Brecher. Ja, jetzt kommt erstmal die letzte Muschel. Hau. Ah, den habt ihr alle. Nee, noch nicht. Ah, dann probier ich nochmal aus, ob das wirklich so. Mir kam das vor, dass das drei wurde. Nein, kann ich dir gleich sagen. Brauchst du gar nicht erst aussuchen. Brauchst du gar nicht versuchen. Es gibt nur zwei gratis Muscheln. Der letzte Punkt, das ist das Level 2 Schwert. Und dazu brauchst du 20 Muscheln. Und wie viel habt ihr jetzt? Guck mal. 14. Da fehlen noch ein paar. 6 Stück, wenn man es genau nimmt. Und dann war es das. Es gibt aber mehr. Es gibt aber mehr, als man eigentlich braucht. Ja. Insgesamt 3 Muscheln mehr. Ja, 23 Muscheln gibt es im gesamten Spiel. Ja, ist nicht so schlimm, wenn man ein paar Das sind eigentlich die Bonusdinger. Eine zum Beispiel kriegt man nur, sobald man den Krötenrap beherrscht. Ich würde es jetzt erstmal lassen. Guck mal deine Lebensanzeige. Genau. Ich hoffe lieber erstmal ein bisschen. Ja. Unterbrich mal die hier Aufnahme und schaufel ein bisschen nach Herzen. So. Ein kleiner Ruckler ist gekommen, aber das war da eben, weil ich Stopp gemacht habe und die Herzen wieder aufgeladen habe.
Ah, nee, war doch schon richtig. Hat schon die richtige Ausrüstung. Ja, jetzt hat es funktioniert. Jetzt haben wir wieder ein bisschen stärker. Ja, und nimm schon mal das Schwert. Nee, die Vase brauchst du nicht. Das ist eine von den vier und ich weiß auch welche. Ganz rechts. Genau die. So. Du hast eine Zaubermuschel. Den Rest könnt ihr euch. Oh. Und jetzt mal. Wie jetzt weiter? Jetzt müssen wir im Wasser. Geh lieber über den Strand hin. Drüber. Aber irgendwo gab es hier noch ein Herzteil. Was man noch holen kann. Ich weiß nicht so recht. Mal überlegen bei Zoodorf, ob da noch was war. Gut, einfach auf der nein. Karte. Vielleicht Resident eine Eingebung. Diese Rennstatue. Ich glaube hier drin, da war noch irgendwas. Ja, aber ich glaube, da kommst du noch nicht, da kannst du nicht so gut rüberspringen. Doch, kann man. Ja, aber wegen die Pflanzen. Also, Du kannst dann eine Bombe rüberwerfen. Oder nicht? Versuch von da ein paar gerade zu springen. Mit dem zückten Schwert. Das brauchst du nicht extra. Man kann mit der Greifenfeder zwei Felder überspringen. Jedenfalls können wir aber so. Hier war nämlich irgendwo eine Mauer gewesen. Da musste man die gedrückt halten, die Greifenfeder, glaube ich, denn ich bringe da weiter. Muss mal überlegen, ob das hier war. Nee, der Pfad ist. Geh dem Pfad ruhig weiter. Da ist nichts. Mhm. Aber geh dem Pfad trotzdem weiter. In diesem Bereich ist nichts. Ah, hier kommt man dann. Was anderes kannst du hier machen. Ach, hier wurde es nicht erledigt. Ah ja, das, genau. Ach, das Fieder. Der rächt sich noch. Da hole ich jetzt die Pfeile, weil die sind mir schon ziemlich leer. Ja. Die Bomben haben wir ja schon einmal. Und das Zauberpulver habt ihr auch schon. Nee, ja. Das kommt zuletzt. Wer stört mich da wieder bei Heimschlafen? Du? Na toll. Vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Ich weiß. Na warte. Willst du zur Strafe mehr? Hat Zauberpulver getrunken? Nö. Willst du zur Strafe mehr Pfeile tragen? Ja. Immer her damit. Die werden wir im übernächsten Tempel auch brauchen. Ja. Hehehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann, tschö. Ja. Vor allem, er will nicht, dass ich komme, aber dann bis dann, tschüss. Ja. Irgendwie seltsam, ja. Ja, irgendwie widerspricht er sich. Ah, voll. Und diese Kreatur, die werden wir noch ein weiteres Mal treffen und... Dann kann er das Zauberpulver. Ja. Genau. Das braucht man am wenigsten. Deshalb auch empfehle ich auch jedem, das Zauberpulver zuletzt zu machen. Diese Telefonzellen, die bringen rein gar nichts. Nö. Eurira gibt dir da nur ein paar Tipps und damit basta. Ja. Auch immer diese Garados, ja. Achso, die Sora meinst. Aus dem wird Fischmehl gemacht. Fischmehl. Oder Fischfilet. Da kommt man später hin. Da muss man dann ein paar Tauschgeschäfte machen. Schön garniert. Ah ja. Lecker schmeckt. In Butter gedämpft. Oder die du kannst hier noch eine weitere holen. An einer Stelle, wo wir schon mal waren. Geh mal runter. Kannst du nicht unter der Brücke? Ja, das also so später. Da muss ich erst das Bär. Den Haken ihm geben. Genau. Aber es gibt noch eine andere Stelle, wo wir was holen können. Sind wir auch gerade. Und ich glaube, das war sogar auch ein Herzteil. Ne, eine weitere Muschel war das. Boom. Eine weitere Muschel war das. Genau da drüben, glaube ich. Ja, da kommt, nee. Da kommt man zu der Sirene, oder? Mhm. Zu der Statuette, ja. Meine ich ja, zu dieser Sirenenstatue, diese Meerjungfrau-Statue, kommt man da. Sind wir hier in der. Geh mal in die Orunga-Steppe, ich glaube, da war das. Was mir da im Kopf rumschwört. Du bist gleich tot. Ja. Hier ist das erstmal sicher.
So, wir sehen uns dann erstmal gleich wieder. Wir müssen nochmal was auffüllen. Egal. So, da sind wir wieder zurück. Und jetzt holen wir uns ein Herzteil. Ist ja egal, wo du das zuletzt warst. Da, hier oben, Glück, hier oben kann ich jetzt was machen. Ach ja, in dem einen Wald, wo wir zum Anfang hin mussten, da haben wir auch was. Jo, jetzt sitzt du hier und trinkt ihre Lieder. Ja, der Durstwüste ist erstmal nix. Und dann das andere, das kann man nur mit dem Enterhaken. Und den haben wir noch nicht. Ich glaube, das war hier oben mit dem Enterhaken, ja. Mhm, glaube ich auch. Mal gucken, vorher nochmal rein. Spring da rüber. Über die Ecke. Geh da auf die Seite. Ja. Bis jetzt ist es nur mit Springen. Ja, hier ist es. Ja. Da brauchen wir aber das andere Item. Das Item, was wir im nächsten Dungeon kriegen. Ne, du hast es aber glaube ich auch nichts weiter. Nein. Die haben wir auch schon komplett abgegrast. Ich glaube, in der Urunga-Steppe war was. Da war nämlich eine Wasserstelle, wo in der Mitte eine Insel war. Warum nimmst du nicht den Porter zur Urunga-Steppe? Den wollte ich doch gerade jetzt nehmen. Ach ja, stimmt. Sorry, hab nichts gesagt. Hab nicht an den Weg gedacht. Schade, dass man die Flöte nicht dafür verwenden kann, ja. Da könnte man aus Seda Ding. Also der. Mach da einfach die Karte, dann siehst du, ob du jetzt in der Urunga-Steppe bist. Select. Ich glaube nämlich hier unten irgendwo. Was ist das? Fragezeichen. Richards Villa? Ich glaube nämlich irgendwo in diesem Gebiet hier war das nämlich. Also, da muss ich noch einmal machen bei der Hexe. Hä? Da gibt's doch kein Portal. Das ist ja ganz im Norden, hier war irgendwo was. Das ist hier in Soras Fluss hier. Hier gibt's in Soras Fluss nicht. Okay. Du bringst hier einige Zelda durcheinander. Ich habe auch schon noch gespielt. Ja, leider. Aber wie gesagt, hier gibt es halt keinen Sora-Fluss. Eigentlich logisch, wir sind ja nicht hier in Hyrule. Nein, auf der Insel Kokolint. Mhm. Also den Onkel konnte man hier unten ein Herzteil holen. Da brauchte man eigentlich nur die Stiefel für. Jedenfalls da, wo man in den Wundertunnel gekommen sind, und da ging es rechts noch in der weiter. Höhle hier warst du schon anscheinend. Ja. Sind wir überhaupt noch in Aufnahme? Ja. Ja, wir sind noch in der Aufnahme. Oh, der Windfisch ruht sanft in seinem Ei auf dem Berg. Jedoch, beim Klang der 8 Musikinstrumente der Sirenen, wird er aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. Nur so. Naja, verlassen kann man das auch nicht nennen. Nicht ganz genau, dass hier was war. Da war links und konnte man das Herz heimlich sehen. In den einen Dungeon da. Ich glaube, jetzt kann man die noch nicht zerschlagen. Versuch's mal. Mhm. Nee. Erst wenn wir das Level 2 Schwert haben. Ja, so wie die. Aber trifft sich gerade gut, dass du hier lang gehst. Da kannst du nämlich das Tauschgeschäft voranführen. Ah ja, oben links. Genau, bei Dr. White. Nee, halt, Zoodorf. Erst Zoodorf, dann Dr. White. Mal gucken, was wir zuletzt haben. Ja, den Hibiskus. Hibiskus. Ja. Zoodorf, zur Ziege und dann Dr. Wright. Das Blümchen. Ich wollte trotzdem nochmal irgendwo reingehen, wenn ich ein Lieschen noch. Was ist denn noch? Da muss ich dann da müssen wir danach hin. Das ist ja der mit seiner komischen Brieftaube, ja. Ja. Das ist Dr. Wright. Das ist doch irgendwie ein Tauschgeschäft mit so einem Brief oder sowas mit deiner Liebsten oder was weiß ich da was. Korrekt. Da Peach. Als Bild. Ja, vor allem Peach, ja.
Ich dachte, die macht mit Mario rum. Aber die fährt auch zweigleisig. Und dabei ist das noch nicht mal das Original. Das Original weicht total ab. Von dieser Verehrerin. Zoodorf im zweiten, glaube zweiten Screen nördlicher Bereich. Dann noch einmal. Dann war knapp der. Aber funktioniert zum Glück nicht. Ja. Schade, dass es nicht so funktioniert wie bei Majors Mask, wenn man aus das Ding rauskommt, bam, das weggefegt wird. Einer von denen hier Glück war's. Nee. Aber hier können. Nee, aber in einem dieser Häuser, ich glaube in dem daneben, können wir später, wenn wir die Lupe. Nee, das ist das Atelier. Ja, das ist das Atelier. Ja. Nie fährt. Da ja. Muss auch noch was geben. Nee. Hier ist da er. Muss. Zu der musste. Ach, du oh, wie entzückend von dir. Du hast mir ein Nebelskuss mitgebracht. Wenn du so ein Gentleman bist. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rande vom Zauberwald, bitte! Du hast deinen Hibiskus gegen den Brief der Ziege getauscht. Ist der Dr. Wright ja, ein ja. Mensch? Ach, ist der Dr. Wright ein Mensch? Nein. Ja. Nur festhalten kann man Alter, nicht drauf. Was ist das für ein Perverser? Macht mit dem Tier rum. Und hier in diesem Haus, ja. Ja, in diesem Haus kann man mal später ein Foto machen. Ja. Geht aber später bis, wenn da jemand und dieses ist, hier, ja. Es gab komplett anders hier. Ne, irgendwo anders war es. Das war in dem Haus, was ich dir gesagt habe. Hier. Guck mal, wie das Nilpferd hier aussieht. Ganz anders. Nackend. Ja. Total nackt. Bei dem anderen hat es noch ein Tuch um. Ja. Bei was? Bei der normalen Version. Ach so. Hatte sie noch ein Tuch um. Bei dem normalen Gameboy. Hm? Die erste Version. Hat, soweit weiß. Dieser Dr. Wright ist ganz schön pervers. Matt mit einer Ziege. Der weiß noch nicht mal, dass das eine Ziege ist. Die schreiben sich nur. Den sollte niemand Treffen ausmachen. Ah, sowas von. Ich glaube, da wird er sich zweimal überlegen, ob er sie noch behalten will. Oder die seine Brille funktioniert nicht mehr so. Ja, die Garantie ist doch schon abgelaufen. Von wem? Von Dr. Wright oder von der Brille? Von der Brille. Anscheinend. Wenn er die Knutstimmen wundert sich bloß wegen dem Fell. Sagt ja, und hat noch ein Geweih im Arsch gefressen. Ach, das sind einfach nur ein paar Bäume. Außerdem, Ziegen haben keine Geweihe. Sondern Hörner. Eine Ziege mit einem Geweih. Aber das wäre. Ist aber keine Sinn. Ziege. Oder ein Schaf. Die waren Schaf, ja. Nein, Ziege. Oder doch Ziege. Ebenfalls so ein Tier mit Geweih, damit könntest du einen Haufen Geld schöpfen. Ah, Hirsch! Meinst? Nee, meine, eine Ziege mit Geweih, aber ein echtes Geweih. Und der ist nicht rangeklebt. Ich weiß, was du meinst. Das wäre, glaube ich. Mehr wert. Ja. Ist selten. Und dann halt scheinen noch. Du hast schon wieder was vermischt. Darüber hüpfen. Ein Jumpman. Hier. Da ist er. Hier hast du deine Peach. Was ist das? Ein Brief? Für mich? Ach nein. Das ist ja toll. Und sieh doch, mit einem Foto. Ja, klar. Ja, freilich. Und so soll die Ziege aussehen, ja. In Klammern denkst du. Sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir irgendwas für deine Mühe geben. Moment. Dieser Besen ist alles, was ich habe. Okay? Okay. An dem muss man jetzt die Hexe unten. Na, nicht der Hexe.
Ulriras Frau. Entweder ist sie in Zodorf oder vor der Hütte. Ah ja, die fegt dann da. Weil ja, oh, unten in der Stadt muss das sein. Mhm. Entweder in Möwendorf oder in Zodorf. Da gibt's ja keine Stadt. Nicht wirklich. Oder, Das war das eben. Mit dem Foto soll er mal bei Mario angeben. Ich glaube, der knallt ihm eine rein. Ja, da kommt er gleich mit der Schießpflanze. Dann spielt der Doktor mal ganz schnell Toilettentüftaucher. Ich glaube, das lässt dem Mario dann nicht gefallen. Definitiv dann nicht. Dann sagt er, Itmi, Mario. Dann nimmt er die Riesenbissen und wird nach groß. Jo. Gib hier unten, das hier war das. Ihr müsst es geben, genau. Ein neuer Besen. Oh, ein neuer Besen? Für mich? Er ist für mich, oder? Das darfst du. Natürlich. Aber muss ja sein, der Besen ist nicht neu. Nicht wirklich. Der ist extra aus dem Museum. Ein Angelhaken. Ah ja, jetzt kommt der Angler. Und an der Stelle waren wir schon. Ja. Da haben wir doch das Herzteil geholt. Ja. Und der holt jetzt die nächste. Das war, glaube ich, der erste oder das zweite Let's Play gleich. Nee, da links war der Angler. Nee, nicht dieser Angler, ein anderer Angler. Der unter der Brücke. Hm, ich glaube bei Schloss Canterlot in der Nähe. Ja. Da wo ich gesagt habe, geh mal da unter, das sieht so verdächtig aus, war das, glaube ich. Ja, glaube ich, ist es auch. Da bei der Meerjungfrau-Statue war das. Ja. In der Nähe der nächsten Statuette. Ich glaube, wir können das hier jetzt sogar komplett beenden, die Tauschgeschäfte. Ja. Haben wir jetzt den gleichen Namen wieder. Ah, das war irgendwie, sag mal, mit Mario und diesem komischen Doktor, das wäre ja auch ein geiler Hack. Also sowas wie mit der Pika-Edition mit dem... Ja, also Ultra Shop. Ja, ich weiß, was du meinst. Ultra Shopland. Nee, bei der war es nicht. Das war eine andere Holzbrücke. Bloß, dass man dieses Zelda mit Mario mischt oder sowas. Hm. Wo der Mario das dann rauskriegt. Oh ja. Und dann lässt er ein paar Feuerbälle hinterher regnen. Und als Nachtisch noch ein Eisball. Gibt's das? Kann er mal eigentlich dort? Da ist der nächste schon mal. Genau. Da müssen wir dann rein. Genau, hier ist es doch. Da müssen wir dann rein im nächsten Let's Play. Ich habe nämlich eine Vermutung, wir sind schon knapp an der 30. Ja, ich glaube auch. Da ist der Angler. Genau. Und dann nochmal einen Besuch ihm abstatten, später. Also wegen Foto. Genau. Ein Angelhaken? Ja, das ist ein Angelhaken. Du hast, oder? Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Okay. Eine nackte... Sperre deine Augen auf und... Sieh genau hin. Ja, der Fisch mir nach der Nixe. Nicht wirklich. Wow, welch ein Riesenbrocken. Einen alten Stiefel. Aus dem Angelhaken wurde eine Halskette. Ah, nee, das war ja hier bei der DX, war es ja kein Bikini. Nee, das war in der Gameboy-Version. Ja. Und die Nixe haben wir ja gesehen, zu der hier jetzt gehört. Abtauchen. Also, hier haben sie ein bisschen zensiert, aber eine nackte Nilpferd hier zeigen. Irgendwie komisch, oder? Ja. Die Fälle sind von Natur aus nackt. Die nächste, wenn du die suchst, die war oben. Ja. Eisdream-Shot hoch. Eisdream hoch. Das, ja. Da ist sie in mehr, Jungfrau. Wenn man es genau nimmt, ist... Da ist ja meine Perlenkette. Hey, gib sie mir zurück. Ich gebe dir auch eine Schuppe von mir. Ja. Versprich mir, dass du nur eine... Schuppe nimmst. Also das kann man jetzt so zweideutig sehen. Nur eine. Da guckt er die erstmal unterm Rock. Trink doch keinen. Du hast ja Nixe die Perlenkette gegeben und dafür eine Schuppe erhalten. Was machst du damit? Ist doch klar. Ja, in den Brunnen damit. Bist ein Delfin geworden oder so? Nee, Moment. Wir können das Tauschgeschäft doch noch nicht abschließen. Die Schuppe kommt ja später. Kannst du dir erst abgeben. Jetzt erstmal in das Fischmaul rein.
So würde ich sagen, dann machen wir das im nächsten Let's Play, wenn wir drin sind, wa? Ja. Weil ich glaube, der Enterhaken hat auch mal gefehlt. Genau. Dafür, um dahin zu kommen. Das war ja das, wo man darüber musste, wo wir vorhin schon waren. Ja. Genau so war's. Und hier kommt auch der Enterhaken-Gegner. Ja. Wo man das hier aus den Dings rausziehen muss. Aus der Wand. Level 5. Fischmaul. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. See ya later.